Heftige Meldung aus Jena, aus Thüringen im Wahlkampf, denn Björn Höcke, der AfD-Chef, der auch der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen ist, muss nun einen Wahlkampfauftritt komplett absagen, weil es eben eine so große Demonstration gegen diesen Auftritt gab, wo eben teilweise das Ganze wegen Sitzblockaden, wegen massiven Blockaden am Ende abgesagt werden musste. Und da zeigt sich, wie undemokratisch diese sogenannten Demonstranten wirklich sind. Aber man muss sich das mal anschauen. Das sind Leute, die sagen, sie gehen für die Demokratie auf die Straße. Die sagen, das sind ganz normale Demonstranten aus der Mitte. Und was machen sie? Sie lassen eine andere Meinung nicht zu, blockieren das Ganze, dass dieser andere Redner mit dieser anderen Meinung, in diesem Fall der Höcke, nicht mal mehr reden kann. Das ist doch das Undemokratischste, was man überhaupt machen kann. Wir werden uns das Ganze anschauen und wir werden uns heute mal auch den Artikel von der Tagesschau anschauen, damit wir auch mal sehen, wie der Mainstream darüber berichtet und vor allem mit was für einer Wortwahl. Schauen wir uns mal an. Tagesschau, ganz brandneu von heute, gerade vorhin erschienen. Demo gegen AfD-Veranstaltung in Jena. Auftritt von Höcke abgesagt. Aufgeheizte Stimmung in Jena kurz vor der Landtagswahl. Am Dienstagabend haben rund 2000 Demonstranten gegen eine AfD-Veranstaltung mit Landeschef Björn Höcke protestiert. Der Auftritt wurde nach Blockaden abgesagt. Und da stelle ich gleich mal die Frage, ein Protest ist etwas, wo man zum Beispiel demonstriert, man hebt ein Plakat hoch, haben die Leute gemacht. Hat keiner was dagegen, aber eine Blockade und so weiter, da kommen wir dann nicht in die Richtung von Protest, nein, hier kommen wir in die Richtung von Zensur und den anderen mundtot machen, dass der andere seinen Auftritt nicht machen kann. Und Björn Höcke hatte natürlich auch ganz viele Gäste, das Ganze wurde aber wegen den Demonstranten so heftig blockiert, dass es eben am Ende des Tages abgesagt werden musste. Und da muss man sich wirklich mal fragen, wenn es jetzt schon so weit geht, dass ein Oppositionspolitiker seine Auftritte absagen muss wegen Blockaden, ja dann ist hier doch irgendwas im Busch. Und vor allem hier, die Tagesschau hat auch noch weiterhin geschrieben, den Beamten zufolge ist ja ursprünglich geplant gewesen, dass Höcke beim Bürgergespräch im Stadtteilzentrum Liesa in Jena-Lobeda vor rund 200 Menschen spricht. Doch anscheinend gab es eben so viele Protestanten, sogenannte Demonstranten, die gegen ihn demonstriert haben. Man muss mal ganz klar sagen, eine Demonstration ist eigentlich was Friedliches. Vor allem, dass es in der Mitte getrennt ist. Eine Seite Demonstranten und auf der anderen Seite eben dann der Redner, gegen den demonstriert wird. Doch hier war es genau andersrum. Tagesschau schreibt weiter, mehr Protest gegen Höcke als erwartet. Nach Polizeiangaben wurde der Veranstaltungsort von etwa 50 bis 60 Gegendemonstranten blockiert. Auch der einzige Rettungsweg zum Gebäude sei versperrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zum Teil hätten Protestierende versucht, Absperrungen zu durchbrechen. Einige seien vermummt gewesen. Mehrfach widersetzten sie sich dem Sprecher zufolge den Anweisungen der Polizei. Und das sollen jetzt die Superdemokraten sein, die unsere Demokratie retten, die das Grundgesetz schützen. Nein, sie machen genau das Gegenteil. Sie ignorieren den Staat, indem sie die Polizei komplett ignorieren. Sie begehen Straftaten, indem sie zum Beispiel diesen Notausgang, diesen Notweg da sperren. Dann tun sie zum Beispiel mit Tritten, mit Gewalt und so weiter auffallen. All das ist einfach nur pur undemokratisch, muss man hier ganz klar zu sagen. Man kann von der Höcke halten, was man will, aber man muss mal ganz klar sagen, jeder sollte doch seine Meinung frei äußern dürfen in einer Demokratie. Und das muss ja auch eine Demokratie aushalten, dass jeder seine Meinung frei ausäußern darf. Und vor allem, wenn eine Höcke schon damit so eine große Zustimmung ja bekommt, von 30% in Thüringen und die AfD 20% auf Bundesebene, dann kann man den nicht einfach so zensieren. Und vor allem, dass sie sich dann widersetzt haben, sogar noch diese sogenannten Demonstranten der Polizei, da muss man mal ganz klar sagen, das hat mit einer friedlichen Demonstration, mit einer Kundgebung nichts mehr zu tun. Da geht es nur darum, diese Veranstaltung zu blockieren mit eben dieser Blockade. Und da zeigt sich das wahre Gesicht von diesen Leuten, dass wenn sie auch wirklich ihre Macht verlieren, weil wer geht denn da auf die Straße? Das sind die Linke, das sind die Antifa, das ist die SPD, das sind die Grünen. Da zeigt sich, wenn sie ihre Macht verlieren, dann greifen sie zu solchen undemokratischen Mitteln und da zeigen sie jetzt wirklich mal ihr wahres Gesicht. Und zwar, wenn sie ihre Macht abgeben müssen, ihre Regierungsposten und so weiter, dann plötzlich gehen sie auf die Straße, dann plötzlich tun sie eine Höcke und so weiter blockieren. Davor, wo sie an der Macht waren, da war gar nichts. Und da zeigt sich wirklich mal das wahre Gesicht. Kommentieren Sie jetzt gerne mal Ihre Meinung zu diesen wirklich schockierenden Vorfällen da in Jena, Ihre Meinung in den Kommentaren. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.